wartet ganz kurz, dann spreche ich weiter. Ja, hier war heute Vormittag Markt. Ja, genau. Und jetzt muss aufgebaut werden. Aufgestuhlt werden, so heißt aufgestuhlt. Es aufgestuhlt. Ja, sehr auch ein schön. Abstuhl. Ja. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, was ihr denkt. Macht ihr das zu Hause? Bergmanns Bühne eröffnet für sich ganz persönlich die diesjährige Freilichtsaison mit einem Trip ins wunderschöne Schwäbisch Hall. Zur Premiere von Wie im Himmel. Und aus diesem Himmel hat's gerade ordentlich gegossen, aber die fleißigen Helferlein werden das schon richten. Und natürlich reißt besagter Himmel kurz vor der Vorstellung wieder auf. Kommt mit mir in die Show und trefft danach die Hauptdarstellerin. Ich begrüße jetzt so herzlich auf Bergmanns Bühne die wunderbare Franziska Schuster. Herzlich willkommen. Hi, freue mich. Ich freue mich auch. Franziska, gestern fulminante Premiere von Wie im Himmel. Wie geht's dir heute? Gut, ich bin ein bisschen müde. Ja. Darf man aber, glaube ich, auch sein. Wir haben ja die Eröffnungspremiere gespielt. Ich war zwar schon hier in Schwäbisch Hall das ein oder andere Mal mit Sister Act vor zwei Jahren. Eigentlich das erste Mal so richtig. Vorher bin ich nur einmal eingesprungen hier auf der Treppe. Habe also da schon ein paar spannende Erfahrungen gesammelt, aber wir waren nicht die Eröffnungspremiere. Diesmal waren wir die Eröffnungspremiere und haben sozusagen die Freilichtsaison eröffnet. Die Leute mochten es, glaube ich. Wir und wir haben ein auch. Bisschen gefeiert. Ja, das genau. Muss man ja auch einfach sagen. Ja? Ja. Wir haben es auch gefeiert und wir waren ja auch kurz auf der Premierenfeier. Ich mag dich meinen ZuschauerInnen mal ganz kurz vorstellen. Natürlich kennt man dich, aber so ein paar Stationen deiner Karriere. Du hast 2013 in Bad Gandersheim die Sister Mary Robert in Sister Act gespielt und spielst eben diese Rolle, du hast es gerade gesagt, seit 21, jetzt im dritten Jahr hier in Schwäbisch Hall. Genau. Du hast ganz viel bei den VBW gemacht. Evita, Mamma Mia, die ganz großen Sachen, Mozart, Schikaneder. Ich durfte dich das erste Mal bewusst erleben, 2018 in wunderbaren Kinky Boots in Hamburg als Nicola, eine Show, die ich sehr liebe. Dreimal in London gesehen, sogar die Derniere und euch in Hamburg. Und eine Show, wo ich finde, das ist extrem schade, dass die weg ist und die muss mal wieder auftauchen. Sehr schade. Und mit dem lieben Alex Melcher, Bad Out of Hell in Oberhausen hast du gespielt. Jetzt mal so ein paar Stationen waren viel mehr. Ein sehr eindrucksvoller Katalog, wie ich finde. Jetzt bist du eben keine Unbekannte für Freilichttheater, aber eben auch für normales Indoor-Theater. Wo liegt vielleicht der größere Reiz oder der Reiz? Was sind die Besonderheiten für dich am Freilichtspielen? Also Freilichtspielen ist für mich was total Besonderes, weil ich auf einer Freilichtbühne meine allererste Hauptrolle gespielt habe tatsächlich. Vor 10 Jahren tatsächlich auch schon unter der Intendanz von Christian Doll, allerdings nicht hier in Schwäbisch Hall, sondern in Bad Gandersheim, wo er vorher Intendant war, von 2012 bis 2017. War das die besagte Mary Robert oder schon davor? Nein, die Mary Robert war mein allererstes Engagement in Wien 2011. Dann habe ich meine Infos falsch. Wie ja, geil. Dann weiß ich nicht. Dann müssen wir mal schauen, wo die sind. Dann können wir die gegebenenfalls vielleicht korrigieren. Sister Act in Wien, die Broadway-Fassung, die von London über Hamburg ja dann nach New York ging und dann wieder zurück, also dann wieder nach Europa zurückkam. Dann kam sie nach Wien und dort habe ich meine erste Long Run, also große 12-monatige Produktion, den ersten großen Vertrag geschossen irgendwie und war da Swing und Cover Mary Robert, genau. Und also knapp 10 Jahre später, ja, 2021 waren es genau 10 Jahre, dass ich die Rolle irgendwie nochmal entdecken durfte und das war ganz großartig. Freilicht sowieso, die Treppe ist eine wahnsinnige Herausforderung gewesen, gerade für Sister Act. Wir hatten alle keine Ahnung, wie wir das auf die Treppe bringen. Ich meine, die Musik impliziert ja auch, dass getanzt werden muss und gesungen werden muss. Und wie soll das gehen auf einer Treppe mit langen, schwarzen, fetten Kutten? Aber wir haben es ziemlich gut in der prallen Sonne. Deswegen, auch noch. Ja, abends nicht, wenn wir spielen nicht, aber durchaus in Proben war das schon durchaus auch ein Thema. Aber also es scheint ja ganz gut angekommen zu sein, weil wir sind jetzt in der zweiten Wiederaufnahme in der dritten Saison. Aber wir waren bei Freilicht, ja genau. Ich habe 2013 unter der Intendanz von Christian Doll meine erste Hauptrolle gespielt. Das war damals Sally Bowles in Cabaret. Ah, geil. Das war für mich ja eine ganz besondere Situation, weil ich gerade aus einer Verletzungsphase kam. Ich habe mich nach diesem Sister Act Engagement in Vorbereitung auf ein weiteres Engagement, was ich gehofft hatte, dass natürlich Blond in Wien ist. War ich in den Finals und habe mich dann im Final leider ziemlich schwer am Knie verletzt. Habe also
ganz typische eigentlich Fußballerverletzung, Kreuzband, Meniskusriss mir zugezogen. Ja, und habe dann den Job tatsächlich angeboten bekommen. Aber nachdem dann die Diagnose und die Konsequenzen von so einer Verletzung, damals war ich 26, also noch relativ jung, da muss man sich auch gut überlegen und noch am Anfang meiner Karriere, was man so tut, da wollte ich auch keine halbgaren Sachen machen mit meiner Gesundheit. Dann habe ich also das Engagement nicht machen können, habe den Vertrag dann nicht bekommen, konnte mich dann aber gut um meine Genesung kümmern. Und dann war eben das Besondere daran, dass ich dann, weiß ich noch, mit meiner Schiene am Knie, ein gutes halbes Jahr nach meiner Operation, ja nicht mal, 3 Monate, habe ich für Christian und Heiko damals vorgesungen in Hamburg. Und dann haben sie mich tatsächlich engagiert. Dann habe ich das erste Mal Freilicht gemacht, Open Air. Hatte ich noch nie gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin aufgeblüht. Als Person, als Künstlerin, weil es ist immer so ein bisschen Ferienlager-Atmosphäre. Absolut. Weil diese Freilichtspiele ja oft rein besetzungstechnisch ganz anders funktionieren als große Produktionen, wie zum Beispiel jetzt Glöckner von Notre Dame oder was jetzt eben alles gerade läuft im deutschsprachigen Raum. Da sind ja die Besetzungen oft sehr groß. Es gibt mehrere Besetzungen pro Rolle. Und ob man will oder nicht, es gibt immer ein bisschen ein Konkurrenzdenken. Das klar, ist so. Absolut. Das ist so. Und egal, ob man gut gönnen kann oder nicht, es gibt immer irgendwann mal den Punkt, wo man fragt, wo man sich selbst fragt, warum spielt jetzt meine Kollegin und nicht ich? Und das war für mich auch etwas, was damals ganz neu war, dass es das nicht gab. Jeder hatte seinen Part. Jetzt werden hier so ein bisschen Stühle gerückt, wird aufgebaut. Genau, da müssen wir jetzt durch. Aber danke ich mich erstmal bei dir, dass du so offen bist, weil das mit der Konkurrenz stimmt. Das wird schon in der Ausbildung, so war das bei mir auf der Stage School, da wird schon wirklich von Ellenbogen gesprochen. Und ich erlebe das, habe das auch so erlebt in Freilicht, dass es eine andere Art von Familie auf Zeit ist, als die anderen Familien auf Zeit. Genau, man wächst sehr zusammen, alle sind weg von zu Hause. Meistens ist der Ort, in dem man spielt, nicht ganz so groß. Das heißt, man entdeckt den dann zusammen, trifft sich viel, grillt, geht schwimmen. Und in Schwäbisch Hall bin ich jetzt das dritte Mal. Genau. Bleiben wir mal bei Wie im Himmel. Du hast gestern die Lena Knapp gespielt. Ja. Ohne zu spoilern, erzähl doch mal ein bisschen, wer ist denn diese Lena? Also die Lena ist die weibliche Hauptfigur in dem Stück Wie im Himmel, ist Teil des Kirchenchores, lebt dort, ist aufgewachsen in diesem kleinen schwedischen Ort, um den es geht, in den der Daniel Darius ja zurückkehrt, um sich zu finden, um zu finden, wie es für ihn weitergeht. Und die beiden begegnen sich dann und dann entsteht ein bisschen eine leichte Romanze. Und was ich so toll finde an der Lena, in dem Stück, wer den Film kennt, weiß ja, da wird ja unheimlich viel verhandelt. Also unheimlich viel Zwischenmenschliches verhandelt. Und man erwartet es ganz oft nicht, dass aus einer vermeintlich ganz harmlosen Situation auf einmal brechen da Konflikte zwischen den Leuten auf und auf einmal, oh, kriegst du Gänsehaut, weil auf einmal sagt jemand was, was man jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Und die Lena ist für mich eine ganz spannende Figur, weil die ist eine ganz starke Frau, aber nicht so, wie man es so kennt. Also nicht so eine Powerfrau, die irgendwie unnahbar ist, sondern die kommt mit einer Einfachheit, mit einer Purheit, mit einer Naivität daher. Das darzustellen macht es gar nicht so leicht, weil es muss immer leicht bleiben, es darf nie dramatisch werden. Die ist immer im Moment, sagt aber immer genau das Richtige. Also wir haben so oft mit dem Ensemble zusammen, wenn wir da auf der Szene sind, so Momente, wo die Lena dann immer ausspricht, was alle denken. Und wir kennen das alle, ne? Wenn irgendjemand einfach ganz pur so ausspricht, was eigentlich alle denken und keiner traut es sich, aber sie traut es sich. Das habe ich noch nie, also so eine Figur habe ich noch nie gehabt und das war eine unheimliche Herausforderung für mich in der Probenzeit, das zu finden, nicht draufzudrücken schauspielerisch, weil das Stück verführt auch ganz oft dazu. Klar. Ja, wer den Film kennt, weiß, man braucht auf jeden Fall irgendwie eine Packung Taschentücher am Ende. Oder nicht nur am Ende, auch zwischendurch, mehrere. Weil es unheimlich berührende Momente gibt. Aber die Herausforderung an dem Stück ist, das Drama nicht zu spielen, sondern den Moment. Und je klarer das oft ist und je einfacher das ist und je naiver, also mit naiv meine ich gar nicht dumm oder so, sondern ich meine, die hat so ein ganz offenes Herz. Ich verstehe genau, was du sagst, weil alles, was du sagst, hat das transportiert, wie ich dich gestern empfunden habe. Stichwort Daniel Darius. Das wurde gestern noch offiziell gesagt. Deshalb kann man sagen, der Yngve Gasell-Romdahl ist leider erkrankt in den Endproben. Gute Besserung von hier aus.
Und dann musste jemand aus einem anderen Stück, aus dem Ensemble hier einspringen, der wunderbare Julian Kuhlemann, der das Stück, ich glaube, in weniger als 2 Wochen sich drauf geschafft hat, die Hauptrolle. Ja. Und der macht wirklich viel, es ist eine Hauptrolle. Darf ich mal fragen, was hat das mit dir gemacht, die sich ja auf diese Figur total eintunen und einstellen muss? War das dann doch nochmal eher mehr spannend oder entsteht dann auch schon Stress? Also es ist ziemlich in der Mitte der Probenzeit passiert und entschieden worden. Mhm. Ich glaube, ganz in Ingves Sinne. Mhm. An dieser Stelle gute Besserung, lieber Ingve. Ja. Wir freuen uns, wenn du wieder bei uns bist. Genau, er soll auch wieder natürlich, kommen. Natürlich, das ist auch geplant, aber es ist halt, ach, diese postpandemischen Infekte, die erwischen die Leute manchmal wirklich so heftig. Also, aber dadurch, dass es relativ mittig in der Probenzeit passiert ist, waren unsere Figuren noch, noch nicht so entwickelt, wie wenn es später im Prozess passiert wäre. Also ich habe das Gefühl, meine Lena war noch ein bisschen in einem Schneckenhaus, weil der irgendwie nämlich relativ am Anfang der Probenzeit schon doch eine Woche oder knapp 10 Tage gefehlt hat, bevor er dann wieder da war für nochmal ungefähr den gleichen Zeitraum. Das heißt, wir haben ohne ihn geprobt, wir haben... dieses Stück lebt ja von diesen Chorszenen, die er leitet und die entstehen mit ihm und durch ihn entsteht in den Figuren so viel und passiert mit den Leuten so viel. Und deswegen, wir haben das dann ohne ihn gemacht und ich hatte so das Gefühl, wir kommen noch gar nicht richtig in so einen Spielfluss rein und natürlich fehlt uns der Daniel, das ist natürlich klar. Und dann war er wieder da und dann haben wir aber noch schon versucht, auch den Rest des Stückes schon so gut wie möglich zu skizzieren, bevor es dann in die Orchesterproben geht und dann kommen Kostüme dazu und Perücken dazu und was auch immer. So ganz am Ende der Probenzeit hat man ja sehr wenig Zeit, wirklich noch szenisch und inhaltlich da substanziell was zu finden, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und der Julian kam an einem Punkt rein, der eigentlich für diesen Prozess für uns sehr, sehr gut war. Weil wir das dann mit ihm zusammen recht schnell, weil wir ja schon so fortgeschritten waren mit der Zeit, in einen Fluss bringen konnten. Gut, weil er ist ja der Dirigent dieses All-Star-Ensembles. Genau. Und für ihn bedeutet das natürlich, auf den ersten Proben immer mit dem Textbuch zu stehen und sich da irgendwie durchzuwurschteln. Und den hat das natürlich total gestresst. Aber der hat das so großartig gemacht. Wir haben sogar mal einen Sonntag geprobt, wir beide, für unsere Szenen. Ja. Er hat eine ganz tolle Energie auch mir entgegengebracht, dass sich dann meine Lena zeigen konnte. Toll. Ja, die konnte dann richtig rauskommen und sich entwickeln. Und das wird sie auch weiterhin noch machen. Ja. Ich bin ja immer diejenige, die sagt, also es sind ja immer all eyes on the Premiere, aber für mich geht so eine Reise mit so einem Stück und so einer Rolle eigentlich bei einer Premiere erst los. Ich danke dir so für deine Zeit und für das offene Gespräch. Ich wünsche dir eine wunderbare zweite Show heute. Dankeschön, und viel Spaß noch hier in Schwäbisch Hall mit allem, was du noch vorhast. Das wird noch spannend, ne? Wenn Sister Act jetzt erstmal kommt, dann geht's wieder rund. Wir haben nämlich wieder auch ein paar neue KollegInnen im Ensemble, die auch die Treppe noch nicht kennen. Die Treppe ist die Treppe. Also 54 Stufen. Ja. Sie ist sehr breit, sie ist sehr groß und sie ist die Treppe. Auf bald, liebe Auf Franziska. Bald. Alles Danke Liebe. Danke dir. Ciao. Ich würde gerne meinen persönlichen Eindruck zu Wie im Himmel in Schwäbisch Hall so kurz und knapp wie möglich halten, denn wir hatten ja gerade schon dieses tolle, ausführliche Interview mit Franziska Schuster, wo einfach schon vieles Richtiges und Wichtiges gesagt wurde. Mal gucken, wie kurz und knapp es mir gelingt. Wenn man so wie ich weder das Stück noch den Film je gesehen hat, dann würde ich den Vibe, das Gefühl, den Eindruck der Show so beschreiben wie das schwedische Sister Act trifft auf den Club der toten Dichter. Vielleicht ist damit so das Grundgefühl dieser Show erklärt. Unbedingt hervorzuheben an dieser Inszenierung ist für mich die großartige Regie von Intendant Christian Doll, seine großartigen Regieideen zum ersten Mal, und das ist keine Abwertung der Stücke, die ich bisher in Schwäbisch Hall auf der großen Treppe sehen durfte, zum ersten Mal werden richtige Räume erschaffen und das durch kleinste Mittel. Da sind Lampions an den Seiten, da werden mal Stühle auf die Bühne, die Treppe getragen, da gibt es, ich versuche nicht zu spoilern, ein Laufband. Und die magischste Szene ist die mit dem Fahrrad in der Mitte. Das muss man gesehen haben, ein absoluter Gänsehautmoment. Also durch verschiedenste großartige Ideen und Versatzstücke wird aus der Treppe plötzlich ein Raum. Und das habe ich so in Schwäbisch Hall noch nie gesehen. Das fand ich großartig.
der Score, die Partitur ist für mich so ein bisschen Hit and Miss. Es ist eine gute Partitur, aber nicht jeder Song trifft wirklich. Ja, es sind Ohrwürmer dabei, wie zum Beispiel das tolle Leitmotiv, das Gänsehaut-Leitmotiv des Chores, welches am Ende der Show auch wirklich für ein Tränenmeer, auch bei mir für Tränchen gesorgt hat. Die großartigen 12 MusikerInnen, ich glaube, so viele MusikerInnen habe ich bisher in einem Musical in Schwäbisch Hall auch noch nicht sehen dürfen, unter der wunderbaren Leitung von Heiko Lippmann. Die spielen, was das Zeug hält, und das wirklich alles dabei, Streicher, Bläser. Es ist eigentlich toll arrangiert und toll komponiert, aber zumindest am Premierenabend waren die MusikerInnen zu leise gemischt gegen die Stimmen, und das fand ich so schade, weil ich habe Klangteppich, ich habe Score gehört und dachte, ah, das braucht jetzt Druck, ich will, dass mich das trifft, und das hat es an dem Abend nicht, da muss vielleicht nachgeregelt werden. Das fand ich so schade, weil ich habe gesehen, wie die sich da oben den Wolf spielen, aber ich habe sie nochmal sehr wenig gehört, fand ich total schade. Zum Hören auch noch kurz, die Freilichtspiele Schwäbisch Hall arbeiten ja mit einem In-Ear-Monitoring, das heißt, ganz außergewöhnlich, die DarstellerInnen hören sich über ein In-Ear-System, sonst kannst du dich auf dieser Treppe, das prallt dann noch ab vom Rathaus und das halt und das echot, gar nicht hören. Das funktioniert normalerweise total gut. Am Premierenabend hatte ich den Eindruck, und das sind arrivierte SängerInnen auf der Bühne, die wissen natürlich genau, was sie da tun, die sind großartig, aber ich hatte das Gefühl, einige, nicht alle, einige haben sich nicht gut genug gehört, und da war auch nicht jeder Ton der richtige Ton. Nochmal, ich glaube, das liegt an der In-Ear-Abmischung. Vielleicht kann man da auch nochmal nachjustieren. Ich möchte aber noch kurz, was das Musikalische angeht, den neu geschaffenen Festspielchor erwähnen, also ein Laienchor, der die Bühne immer mal wieder voll macht, und die sind auch toll geführt, und das verstärkt natürlich nochmal dieses Chorische, dieses Chorerlebnis, und das ist auch ordentlich Wumms, und das ist wunderbar. Zu den großartigen DarstellerInnen, die vor allem schauspielerisch da so natürlich, so echt gespielt haben, dass es eine Freude war. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Von den vielen tollen HauptdarstellerInnen, die ja dann den Kernchor bilden, möchte ich stellvertretend nur ein paar hier erwähnen. Man möge es mir verzeihen. Ich fand Andrea Matthias Pagani in seiner Rolle als Chef im Ring, als der Boss dieses Dorfes, Arne, absolut hinreißend. Ich habe ihm jedes Wort, jeden Ton geglaubt. Großartig. Die wundervolle Lea de los Santos hinterlässt natürlich einen bleibenden Eindruck als, Achtung, kleiner Spoiler, kann ich nicht anders machen, geschlagene Ehefrau Gabriella. Das geht hier und da auch mal ordentlich unter die Haut, und da musst du auch mal schlucken. Unbedingt zu erwähnen ist der großartige Aurelius Toss, den ich zum ersten Mal auf der Bühne erleben durfte, als, ich habe kein anderes Wort dafür, geistig zurückgebliebener Tore. Das war eine Darstellung, das musst du mal schaffen, diese Gratwanderung, das wirklich authentisch darzustellen und nicht aus der Rolle zu fallen, aber auch nicht dem Affen Zucker zu geben und eine Behinderung zu stark zu spielen, dass es eine Parodie wird. Meine Begleitung arbeitet viel mit behinderten Kindern, ich auch. Und das war absolut authentisch gespielt. Chapeau, großartig. Aurelius Toss. Die wundervolle Franziska Schuster ist als Lena Knapp, der weiblichen Hauptfigur dieser Geschichte, absolut kraftvoll, voller Power, aber hat eben auch die nötige Weichheit. Es ist eine richtig toll gespielte Frauenfigur, jenseits von Klischees. Und natürlich ist es großartig gesungen. Ganz bestimmt den größten Ritt muss Julian Kuhlemann machen. Wir haben es im Interview erwähnt, der relativ kurzfristig als Hauptdarsteller dieser Produktion eingesprungen ist. Und er ist eben nicht nur als Chorleiter Daniel Darius der Leiter des Chores, sondern auch dann der Leiter dieses All-Star-Ensembles. Und er dirigiert diese Menschen absolut souverän und glaubhaft durch diese Show. Auch hier mein Hut ziehe ich vor Julian Kuhlemann. Was für eine großartige Leistung, und toll singen tut er auch noch. Da bleiben keine Wünsche offen. Nochmal kurz zurückgespult zum Anfang meiner Ausführungen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin mal wieder blind in eine Show gegangen, und das mache ich gerne. Ich hatte so meine Probleme mit dem Buch. Da sind für mich einige Fragezeichen übrig geblieben. Einige Logiklöcher sind für mich entstanden, die sich sicher füllen lassen werden, wenn ich mir, sagt mir auch jeder, schau den Film, ist ein toller Film, wenn ich dann endlich mal den Film schaue. Trotz allem finde ich, ein Buch zu einem Musical, ein Musical dann an sich, muss auch funktionieren, wenn du die Vorlagen nicht gesehen hast. Und da finde ich ganz persönlich, dass Wie im Himmel nicht 100%
funktioniert. Ich glaube, du solltest den Film, die Vorlage gesehen haben, um ganz in das Stück einsteigen zu können. Und das konnte ich aus besagten Gründen nicht. Wie gesagt, es gab so Szenen, und die kann ich nicht schildern, sonst muss ich spoilern, und das will ich nicht. Es gab so Szenen, wo ich dachte, aber die können das Problem noch lösen, indem sie einfach... Und das wurde aber nicht getan. Und dann wurde das Problem größer, und vielleicht hätte ich da mehr Kontext gebraucht. Ich weiß es nicht. Wie im Himmel bietet auf jeden Fall einen ganz tollen Gänsehautabend vor auf der großen Treppe in Schwäbisch Halle, und es ist unbedingt sehenswert, aber vielleicht solltet ihr euch vorher den Film anschauen. In diesem Sinne, habt ihr Wie im Himmel schon irgendwo gesehen? Kennt ihr den Film? Wollt ihr die Musical-Adaption mal sehen, und fahrt ihr nach Schwäbisch Hall? Kommentiert mir das doch hier unter diesem Video. Hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben, und bitte, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch weiterhin solche oder ähnliche Inhalte präsentieren kann. Es geht in einer Woche weiter mit Frankenstein in Wunsiedel, und da kann ich gleich mal spoilern. Das ist meine Show dieser Festspielsaison. Ich war hingerissen. Ich finde, es ist ein absoluter Geniestreich. Verpasst das nicht. Das kommt nächste Woche Sonntag auf Bergmanns Bühne. Und bis dahin gilt wie immer, passt auf euch auf und bleibt gesund. Euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.